Und vor allen Dingen das Küchenmesser. Das Küchenmesser, ja. Ja, das kann man das kann man wenig beeinflussen. Man kriegt so 2, 3 Vorschläge. Ja. Und in dem Moment muss man sich entscheiden und so habe ich mich für dieses Cover entschieden. Mhm. Wie kamen Sie denn zum Schreiben überhaupt? Wie kommt man zum Schreiben? Ja, wenn ich meine Geschichte erzählen darf, ich habe also schon in der Jugend den Traum gehabt zu schreiben. Aha. Auch wenn Sie also einen beruflichen Werdegang machen und auch eine Familie gründen und vielleicht auch irgendwo einen Traum in der Familie haben, man träumt vom Haus und so weiter, ja. Dann bleibt dieser fantastische Traum bleibt auf der Strecke. Ja, das stimmt. Ich habe in jungen Jahren mal an einem Romanwettbewerb teilgenommen. Mhm. Und ich bin also hinten runtergefallen bei diesem Romanwettbewerb. Aber die Jury, die hat damals einen netten Brief geschrieben, weil ich damals sehr jung war, und hat gesagt, lassen Sie sich nicht entmutigen. Ja. Nicht? Nach 55 Jahren hat es nun geklappt. Nicht? Ja, so, das ist schön. Ja, also nachdem Sie vielleicht zu Hause waren, auch arbeitsmäßig. Dieser Ruhestand, der bringt natürlich dann auch die Zeit mit sich. Man muss dabei bleiben. Also wenn man schreibt, muss man dabei bleiben. Irgendwann habe ich dann mal gesagt, jetzt mache ich mal das, was ich schon immer wollte. Ja, und Sie schreiben Krimis, ja. Das ist richtig. Ja. Mhm. Die haben ja alle ein bisschen auch was mit Hatten zu tun, aber auch mit Thailand oder 1945, Masuren, kommt ja drin vor. Ja. Man muss sich also immer so einen Aufhänger schaffen. Ne? Ja. Also damals, Sie wissen das ja noch, Ende 2004 war ja dieser Tsunami in Südostasien. Mhm. Und da habe ich also sehr viele Dinge von gesammelt, habe mir auch im Internet dann diese Foren angeguckt und habe damals schon gewusst, da schreibst du ein Buch drüber, das ist die Idee. Ja, ja. Mhm. Und dann habe ich das 2 Jahre später ja angefangen. Mhm. Ja. Das erste Buch, wann ist das entstanden? Das ist abgegeben worden im Sommer 2007. 2007, aha. Und das zweite Buch jetzt im August. Wie meinen Sie August? 2008. Das zweite Buch jetzt. Ja, nee, das ist abgegeben worden im März. Im März? 4, 5 Monate braucht ja der Verlag, um das auf den Markt zu bringen. Ja, ach so. Es geht ja ein paar Mal hin und her mit der Korrekturfahne und so weiter. Nee, und das Cover muss gefunden werden. Mhm. Also das dauert letztendlich, wie gesagt, fast ein halbes Jahr beim Verlag. Ja, aber es ist auch immer... der Detektiv Mike Marwitz ist immer dabei, ne? Also schon im ersten und auch im zweiten Buch jetzt wieder, ne? Ja. Also der ist immer da, der Aufklärer sozusagen. Richtig. Ja. Er erzählt auch, er erzählt ja nicht nur ich, sondern ich weiß nicht, ob Sie das Buch nur gelesen haben. Habe ich leider nicht, nein. Einige Passagen, er erzählt auch, was andere ihm erzählt haben. Nicht? Also ja. Er schreibt nicht nur durchweg ich. Ach so, ist nicht in der Ich-Form geschrieben. Ja, wenn er was erzählt oder er was erlebt, ja, aber sonst nicht. Mhm. Er war also nie in Thailand, das haben andere gemacht. Ach so, wie lange schreiben Sie denn in so ein Buch? Oder kommt Ihnen die Idee und Sie setzen sich hin und... Ja. Oder dauert das ein paar Monate? Oder, ja, oder dauert das ein paar Monate. Wie ist das jetzt? Also die Idee zum Thailand-Krimi, wenn man das mal so nennen darf, die war ja schon ein bisschen länger. Dann kann man ja recherchieren, aber das Schreiben selber, das dauert nicht länger wie 6, 7 Monate für mich. 6, 7 Monate? Ja. Dann ist das Buch fertig? Das Buch fertig. Aha. Also wenn ich schreibe, fließt das. Das glauben ja vielleicht manche nicht, aber es fließt. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hört man einfach so. Ne? Und haben Sie denn auch Vorlesungen? Machen Sie auch Vorlesungen? Ja, oder? Diese Vorstellung ist ja immer hier in der Gemeinde gewesen und ich habe auch zwischendurch ein paar Vorlesungen gehabt. Mhm. Bei dieser Geschichte, bei dem neuen Buch, geht es ja um diese Hatter Kulturwochen. Ja. Da werde ich am 19. November lesen mit einem Musiker zusammen, der so ein bisschen der kriminelle Lieder spielen soll. Ja. So ein bisschen locker vom Hocker. Und da muss man mal sehen, was weitergeht. Das organisiert teilweise auch so ein bisschen der Verlag, nicht? Ja. Ach so, der macht das dann. Ja, die wollen ja Bücher verkaufen. Ja, klar. Ich ja auch, aber der Verlag vorrangig. Ja, und irgendwann erscheint das dritte Buch? Ja, ich bin dabei, ja. Ja? Ja, ja. Haben ob ich Sie das schon schaffe, also ob es mal, das muss ja auch irgendwo veröffentlicht werden, ich hoffe ja. Ja, ja. Das mache auch noch ein viertes geben, wenn ich gesund bleibe, ja. Ja, das ist ja schön. Und auch wieder ein Krimi und auch wieder Marwitz ist wieder dabei. Nein, der dritte wird anders. Der dritte wird anders? Ja, ich möchte mal was anderes schreiben. Aha. Ja. Und ungefähr, so ein bisschen, können nein, Sie schon so ein bisschen? Nein, möchten Sie nicht. Nein. Man kann doch was ändern. Ja. Ja.
Ich gucke gerade auf Ihren Buch und da steht Oldenburg und Bremen Krimi. Warum ist das so? Ja, das möchte gerne der Verlag. Der Verlag verlegt oder vertreibt in der Regel regionale Krimis. Ach so. Und der Krimi kann aus Celle kommen, aus Hannover kommen, aus dem Ruhrpott kommen, ja, aus München kommen. Ja. Und er muss aber nur einen regionalen Bezug haben. Mhm. Mhm. Und hier ist das eben Oldenburg und Bremen. Der Verlag möchte also auch, obwohl dieser zweite Roman also weniger in Bremen spielt, er möchte den Bezug Bremen so ein bisschen in Bremen sind Kunden. Nicht? Dass wenn ja. Ich dachte, wenn man also ein paar Leute mit ansprechen. Ja. Mhm. Dieser Roman spielt eigentlich mehr in Oldenburg und dann eben im Landkreis. Ja. Mhm. Aber er erwähnt auch Bremen. Aber ja, der erste Krimi spielt mehr in Bremen. Ach, der spielt mehr in Bremen. Ja. Mhm. Also Sie haben ja eben gesagt, Sie wollen nicht über Ihr drittes Buch, wollen Sie mir nichts erzählen. Ja. Aber können Sie mir über Ihr zweites Buch was erzählen? Ja, so ein bisschen was raus erzählen, damit die Menschen sich das so ein bisschen anhören können oder ansehen können und dann da Geschmack dran finden, vielleicht das Buch zu kaufen. Warum geht es denn jetzt? Ja, also dieses zweite Buch ist letztendlich das Vorwegmal, obwohl Mike Marwitz auch dort mitspielt, ganz anders wie das erste. Mhm. Das Buch beginnt mit einem Prolog und in diesem Prolog wird beschrieben, wie eine Familie aus Ostpreußen flüchten muss, Ende des Krieges, und das Familienoberhaupt auf dieser Flucht wird von einem habgierigen Schlachterlehrling ermordet. Aha. Da geht so ein bisschen um Goldstücke und so weiter. Und dieser Schlachterlehrling kann zwar untertauchen, der wird auch nie hier in Westdeutschland oder in Deutschland ankommen. Die Familie ohne ihr Familienoberhaupt wird dann irgendwann mal in Oldenburg landen. Ach so. Weil diese Großfamilie in Ostpreußen teilweise aus verschiedenen Gründen nicht flüchten konnte, bleibt also dieser Kontakt so ein bisschen in Ostpreußen erhalten. Mhm. Und eines Tages erfährt diese Familie hier in Oldenburg, dass der Sohn dieses Schlachterlehrlings oder ehemaligen Schlachterlehrlings, der ist ja auch älter geworden, hier in der Gemeinde Hatten als Erntehelfer arbeitet. Mhm. Und so knöpft sich die Familie diesen Sohn vor und tötet diesen Sohn. Oh. Jetzt beginnt natürlich die Spirale der Gewalt. Nicht? Die Familie in Polen lässt sich das natürlich nicht gefallen und versucht nun seinerseits hier aktiv zu werden. Mhm. Darum geht es hier in diesem Roman. Es ist quasi eine Familienfehde, wenn Sie wollen. Ja. Mhm. Dann wird ja hier in dem Klappentext noch von einem Filmer die Rede sein, oder ist von einem Filmer die Rede. Dieser Filmer bleibt oder ist am Anfang nur eine Nebengeschichte, um die Spannung da so ein bisschen reinzubringen. Aber dieser Mike Marwitz wird bald feststellen, dass dieser Filmer mit der Familie aus Ostpreußen etwas zu tun hat.